shake it down. Mann, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar seit langem mal wieder eine Folge von Modded bzw. Glitched Outfit mit dem Namen OF. Viele Leute haben mich ja in letzter Zeit gefragt, was OF überhaupt bedeutet. Und das habe ich damals ins Leben gerufen, als ich mir gedacht habe, ja, bevor ich euch jetzt jeden Outfit-Glitch einzeln zeige, dachte ich mir einfach mal, ich zeige euch so ein geglitchtes Outfit, wo ich einfach mehrere verschiedene Outfit-Glitches anwende, um halt wirklich so ein richtig geiles Outfit euch ja vorstellen zu können. Und da Rockstar Games die ganze Zeit dran ist, irgendwie extrem viele Outfit-Glitches zu patchen, fällt es mir natürlich extrem schwer, euch da wirklich was Geiles noch zu zeigen, weil viele Outfit-Glitches, die halt jetzt im Moment noch gehen, die lassen sich nicht so wie früher miteinander kombinieren, und deswegen kommen in letzter Zeit so wenige OFs, weil es einfach extrem schwierig ist, euch da wirklich was Geiles zu zeigen. Und deswegen hoffe ich natürlich trotzdem, dass es euch gefällt, dieses Video, und wenn es so ist, dann zeigt es mir am besten, indem ihr einfach mal, ja, diesen Like-Button betätigt, und dann fangen wir jetzt gleich mal mit dem Video an. Und zwar in einem meiner letzten Videos habe ich euch schon mal gesagt, was ihr für diesen OF braucht, und zwar einmal ist es hier die Duffelbag-Tasche und hier das verbuggte Nachtsichtgerät und natürlich hier dieses Müllmann-Outfit. Wie ihr das alles bekommen könnt, zeige ich euch in diesem Video nicht. Dazu müsst ihr einfach in die Videobeschreibung reinschauen. Dort habe ich das Video verlinkt und dort erkläre ich ganz genau, was ihr dazu alles braucht und wie ihr das alles bekommt. Und deswegen fangen wir jetzt direkt im Kleiderschrank wieder an und ich zeige euch jetzt, was ich zu diesem Outfit angezogen habe. Muss allerdings an der Stelle sagen, euch bleibt natürlich überlassen, ob ihr dieses so anzieht. Ich zeige euch jetzt gerade mal, was ich angezogen habe. Und zwar, ich bin in die Kategorie Accessoires, Tücher gegangen und habe mir diesen schwarzen Wüstenschall angezogen. Allerdings muss ich an der Stelle sagen, wenn ihr das Ganze mit dem Pilotenhelm nachher machen werdet, wird dieser schwarze Wüstenschall ziemlich sicher wieder verschwinden. Aber ihr könnt es natürlich gerne mit dem schwarzen Wüstenschall probieren, ob ihr vielleicht Glück habt, dass es bleibt. Kommen wir nun in die Kategorie Handschuhe, und dort habe ich mir mal die weißen Baumwollhandschuhe angezogen. Dann bin ich in die Kategorie Manschetten gegangen und habe mir für beide Armgelenke die Nietenarmbänder angezogen. Anschließend bin ich in die Kategorie Hosen gegangen, in die Kategorie Lederhose und habe mir die weiße, tiefe Lederhose angezogen. Danach bin ich in die Kategorie Schuhe gegangen, unter Turnschuhe, und habe mir die weißen Nieten-Sneaker angezogen, weil die einfach dazu passen, wie ich finde. Dann bin ich in die Kategorie Masken gegangen und habe mir einfach mal so eine Pferdemaske aufgezogen. Ich habe mich jetzt mal für das Einhorn entschieden, spielt aber auch gar keine Rolle, weil das Horn von dem Einhorn, das wird nachher eh nicht sichtbar sein. Und deswegen könnt ihr eine andere Maske auswählen, auf die ihr halt selber Bock habt. Ich zeige es euch trotzdem mit dem Einhorn, obwohl das mit dem Einhorn nicht so spektakulär war, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe. So, jetzt müsst ihr einfach nur noch das Outfit speichern und dann kommen wir zum nächsten Schritt. So, und im nächsten Schritt, da braucht ihr einen Helikopter, weil wir die Duffelbag von dem einen Outfit auf das andere Outfit übertragen möchten. Und zieht euch das Outfit an, wo die Duffelbag hinten drauf ist, also die heißt Raubüberfalltasche. Wenn ihr dieses Outfit dann anhabt, dann müsst ihr wieder in den Helikopter einsteigen und müsst auf eine gewisse Höhe fliegen. Oben angekommen müsst ihr einfach nur aus dem Helikopter aussteigen, den Fallschirm ziehen und mal euer Interaktionsmenü öffnen. Wählt dann das Outfit OF17 aus, aber bestätigt das Ganze noch nicht. Wartet bis zur Landung, und sobald ihr gelandet seid und euer Charakter diesen Fallschirm abziehen möchte, müsst ihr das Ganze mit X bestätigen, und wie ihr seht, habt ihr dann die Duffelbag bei diesem aktuellen Outfit. Ihr könnt auch diesen Glitch bei jedem anderen Outfit anwenden, das heißt, ihr könnt euch wirklich die Duffelbag-Tasche auf jedes andere Outfit drauf machen, wenn ihr halt natürlich wollt. So, jetzt geht ihr wieder zurück in den Klamottenladen und speichert mal dieses Outfit. So, und nun wollen wir den Fliegerhelm mit dem Fliegerschlauch auf dieses Outfit bekommen, und dazu müsst ihr einfach nur so einen Fliegeranzug anziehen. Spielt auch gar keine Rolle, ob ihr den schwarzen oder den grünen nehmt. Ich habe mich jetzt einfach mal für den schwarzen entschieden. Anschließend braucht ihr noch ein Fahrzeug, egal was für eins, und dann stellt ihr euch mal so an die Fahrertür, wie ich das euch gerade im Video zeige. Danach öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht und auf Stil und wählt mal das Outfit aus, OF17, aber noch nicht mit X bestätigen. Geht dann hoch mit dem Cursor auf Fallschirm, damit ihr einsteigt, und sofort, sobald ihr die Bewegung macht, geht ihr runter auf das Outfit, und sobald ihr im Auto drin hockt, müsst ihr das Ganze mit X bestätigen, damit ihr dieses Outfit anzieht. Danach geht ihr wieder hoch auf Fallschirm und steigt wieder aus dem Fahrzeug aus, und nun habt ihr dieses Outfit. So, jetzt müsst ihr einfach nur wieder zurück in den Bekleidungsladen gehen, das ganze Outfit speichern. Ich habe das Ganze zweimal gemacht. Beim ersten Mal habe ich den Schal behalten, aus irgendeinem Grund. Und als ich dieses Outfit nochmal speichern wollte, ist dieser Schal verschwunden, aus irgendeinem Grund. Ich kann es euch leider nicht sagen. Deswegen probiert euer Glück. Deswegen habe ich am Anfang von dem Video gesagt, das mit dem Schal kann natürlich sein, dass der verschwindet. So, und nun wollen wir das verbuggte Nachtsichtgerät auf dieses Outfit drauf machen. Und zwar dazu wählt ihr dieses Outfit aus, wo ein Nachtsichtgerät drauf hat. Also dieses verbuggte Nachtsichtgerät. Wählt das aus, geht dann runter auf OF17 und bestätigt das Ganze mit X. Und wie ihr seht, habt ihr nun dieses OF17 mit dem Nachtsichtgerät. Und ihr seht auch schon, dass ich den Schal im Moment noch anhabe, aber dann wechsle ich das Outfit und jetzt ist der Schal weg.
Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, aber ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, warum der Schal manchmal da ist und manchmal verschwindet. Also je nachdem, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es euch leider auch nicht sagen. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wie immer hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat und ich bin an der Stelle raus. Also Jungs, haut rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.